Die Chance, den lodernden Löwen zu bekommen, ist 0,01%. Ich stand da mit offenem Mund, ich habe das direkt Karin und Tanja geschickt. Ey, hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde! Japp, es ist kein Clickbait im Titel. Ich habe den lodernden Löwen. Ihr seht es im Hintergrund, ich habe ihn. Und es ist kein Fake, ich habe ihn. Und das Krasseste ist, ich öffne ja die Kisten, also die Lurenboxen, also die beiden, die ihr im Hintergrund seht. Übrigens, da ist jetzt noch ein Pad drin, das öffnen wir auch gleich, oder das sehen wir gleich. Ich öffne die auf 3 Accounts, das heißt, auf 3 Accounts öffne ich beide Boxen, das heißt, das sind 6. Und auf den 4. Account öffne ich eine kleine Box, das heißt, insgesamt öffne ich am Tag 7-mal, Minimum am Tag 7-mal die Boxen. Und endlich ist es geschehen und wir haben den lodernden Löwen. Und ihr seht es hier, ich zeig's euch mal, so eingesammelt, lodernder Löwe, da, lodernder Löwe vervollständigt 1 von 1. Ich habe den auf meinem Claudio-Account gezogen. Den Videoclip habe ich tatsächlich. Weil ab und zu, ruhig, alles okay. Meine Katze springt hier ein bisschen rum, deswegen nicht wundern. Freunde, erhalten am 6.3.2024. Hä? Warum steht da geschlüpft 0? Ach so, weil es ja nicht geschlüpft ist, stimmt. Freunde, übrigens, kleiner Funfact, der sieht in Neon richtig krass aus. Aber den in Neon zu bekommen, ist, glaube ich, unmöglich. Aber ich habe den einfach am 30.06. bekommen. Das ist krass. Das ist krass. Ab und zu ist es so, dass ich die Aufnahme nicht mehr anmache, weil ich mir denke, so, oh, ich öffne das auf dem Tablet, dann denke ich mir so, ach komm, brauche ich jetzt nicht die Aufnahme zu starten. Aber in dem Fall habe ich die Aufnahme gestartet, dachte mir so, also mein Blick war original. Ich habe sogar noch einen Screenshot. Wenn ich euch den Screenshot schicke, also einblenden kann, mache ich es. Ich stand da mit offenem Mund. Ich habe das direkt Karin und Tanja geschickt. Ich so, ey, ich habe den lodernden Löwen gerade gezogen. Es ist ein Top 10 Pad. Das ist so heftig. Damit kann ich mir wieder coole neue Pads traden. So, wir gucken mal jetzt, was es hier gibt. Also jetzt will ich nicht auf die Folter spannen. Ah, den Markmelch. Ihr seht es, man muss halt Glück haben. Die Chance, den lodernden Löwen zu bekommen, ist 0,01%. Crazy, oder? Crazy, oder? So, jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch mal jetzt noch die weiteren Lurenboxen, die ich halt geöffnet habe, damit ihr auch mal seht, so, ey, Claudio musste ziemlich viele Boxen öffnen, damit er überhaupt mal endlich jetzt den Löwen kriegt. Und das ist nur ein Teil davon. Also ich sehe es gerade auf dem PC, das sind 36 Clips. Ich habe auf dem PC 36 Mal jetzt das aufgenommen, wie ich ein Pad bekommen habe, aber ich habe davon definitiv mehr bekommen. Also ich glaube, von diesen Magma-Elchen, allein, warte mal, komm, wir gucken es mal ja kurz an. Hier Magma-Elchen habe ich auf dem Account schon 12 Mal. Moment, dann habe ich hier die Magma-Schnecke auf dem Account nur 9 Mal. Also auf den anderen Accounts habe ich auch noch deutlich oft. Was gibt es denn noch? Elch, das und, was war der andere? Hase? Nee. Was war das andere nochmal? Flammen... Irgend so ein Hase gab es doch noch, oder? Flammfuchs, ne, irgendein Hasen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall gab es noch ein anderes Pad. So, jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns mal die ganzen restlichen Clips an. So. Boah, der Clip ist auch schon alt, ne? Wir schauen jetzt mal. Feuriger Feuerfuchs, genau. So. Da seht ihr es, den feurigen Feuerfuchs wiederbekommen. Ja, gut. Dann schauen wir mal weiter. So, jetzt haben wir wieder hier ein Pad drunter. Und was ist es? Es ist ein Vulkan-Nashorn. Oh, das waren diese anderen Pads, merke ich gerade. Das waren die... Pets, die es zum Vulkan-Event gab. Stimmt. Dann ist wieder hier ein Pet drunter. Und welches ist es? Brennendes Kaninchen. Das waren, wie gesagt, die Pets, die es mit diesen bestimmten Köder zu ziehen gab. Okay, hier ist das nächste. Und wieder ein brennendes Kaninchen. Ist aber stark, finde ich. Sieht richtig cool aus. Ich muss sagen, die Pets sehen in Neon richtig heftig aus. Ach, ich glaube, hier habe ich eine Aufnahme gemacht, wie ich, ach, jetzt checke ich das. Ich habe hier eine Aufnahme gemacht, wo ich die ganzen, Pets oder die ganzen beim Vulkan-Event die ganzen Sachen aufgenommen habe. Ah, okay, jetzt checke ich. Okay, hier gab es wieder Geld, hier gab es wieder Geld, hier gab es wieder Geld. Hier gab es wieder irgendwas. Ach, da war es leer. Geld, Geld. Ihr seht hier, bei diesem Vulkan-Event gab es halt sehr, sehr oft Geld. Oh, hier ist wieder ein Pet drunter, das erste Mal wieder nach langem. Es ist ein brennendes Kaninchen. So, wir schauen weiter. Ah, wieder ein Item und Geld wieder. Hm, gut. Hier gab es wieder nur Geld. Wieder nur Geld, leider. Auch hier Geld. 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 Hier. Das ist mein 456 Account. Ah, feuriger Firefox. Schade. Und hier kommen wir wieder zum nächsten Account. Ah,
Magma-Schnecke. Und wir kommen jetzt zum Highlight des Videos. Live. Ich habe es erst gar nicht realisiert, versteht ihr? Ich habe erstmal wieder den Keks runtergepackt, weil da habe ich so, warte, Moment mal, Claudio. Ich so, Moment mal. Also wir können den Clip uns gerne nochmal anschauen. Schaut einfach, Freunde. Wie krass. Ich habe auf meinem Original Main Account einfach den lodernden Löwen gezogen. Und ich habe keinen YouTube-Bonus oder sonstiges. Also ich kriege von Roblox oder Adopt Me nicht den lodernden Löwen gesponsert oder sonstiges. Ich wünschte es mir, aber kriege ich nicht. Das heißt, ich habe es mit meinem Glück oder ja, einfach mit dem Glück von Adopt Me gezogen. 0,01%ige Chance und ich habe ihn. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen in die Mütze und schauen, also machen wir die Trades an und schauen mal, ob mir irgendjemand eine Anfrage schicken wird. Komm, wir gehen mal ein bisschen rum. Es wird natürlich noch ein separates Video dazu geben, dass die Leute mir Anfragen schicken können zu dem lodernden Löwen. Also dazu wird es bestimmt ein Trading-Video geben. Ich bin gespannt, was die Leute mir anbieten werden. Aber ey, ein lodernder Löwe. Wie heftig ist das bitte? So, wir gehen jetzt hier hin und wir schauen mal. Irgendwie will niemand hier. Aber Freunde, ich schwöre es euch, also, Freunde, der lodernde Löwe sieht richtig, richtig cool aus. Also wirklich, oder? Schaut mal. Ey, einfach ein Löwe. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber als Kind war früher mal Löwe mein Lieblingspet. Ja, früher war es der Löwe. Dann waren es irgendwann die Vögel. Und ja, jetzt sind es immer noch die Vögel, würde ich sagen. Ey, so krass. So krass. I need the werewolf. Werewolf. Ah, guck mal, hier. Jemand schickt mir eine Anfrage. Jetzt bin ich mal gespannt. Hi. Ey. Eismottendrache. Feuerfuchs. Nee, ist nicht mehr Feuerfuchs. Ist Eis. Nee, ist der rote Panda. Oder roter Fuchs. Ey, Freunde, das ist so krass. Also. Einfach ein Top-10-Pet und ich werde mit diesem Top-Pet, bist du der Echte? Oh, da wurde ich erkannt. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle, wenn du das Video siehst, ich wurde hier wieder erkannt. Freunde, das ist so krass, ne? Und ich glaube es immer noch nicht, also ich kann es wirklich nicht glauben. Ich habe einen lodernden Löwen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Der ist da. Das ist so heftig, wie cool der einfach aussieht. So, jetzt gucken wir mal nach im Sammelalbum. Wie viele Pets da mir, also wie viel ich eingesammelt habe. So, ich habe 490 von 527. Das heißt, es will mir genau 37 Pets. Ich glaube, warte mal, ich gehe mal auf Seltenheit. Gewöhnlich haben wir alle Pets. Ungewöhnlich fehlt uns eins. Welches fehlt uns denn jetzt? Ach, das Erdmännchen. Selten fehlt uns, oh, fehlen uns drei Pets. Welche fehlen uns denn? Das blaue Ei, oh, Kälbchen und Maultier. Die beiden Pets finde ich, aber blaues Ei ist schwierig. So, bei Extremwelten fehlen uns auch. Oh, einige fehlen uns. Da fehlen uns auch einige. Wahrscheinlich auch einige neue. Okay. Hübsches Pony. Ach, das kriegen wir auch noch. Ich glaube aber, die ganzen Pets können wir noch kriegen. Lama, Schnabeltier, doch, das können wir alles noch kriegen. Heftig, das können wir noch kriegen. Und jetzt einfach bei Legendary. Ich glaub's nicht. Ich habe wieder ein Top-10-Pet. Und ohne was zu traden oder so, sondern es ist einfach jetzt in meinem Inventar. Ich kann mir mit diesem Top-10-Pet wahrscheinlich wieder was richtig Cooles ziehen und ein paar Neon-Pets, die ich dazugeben muss. Aber ich muss sagen, eigentlich darf ich diesen lodernden Löwen nicht traden, weil den zu ziehen ist ja eine 0,01%ige Chance. Was sagt ihr, Freunde? Schreibt mal in die Kommentare, wie wir den lodernden Löwen, also wie wir den Löwen nennen können und ob ich den traden soll oder nicht. Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.